Diese Dokumentation wird präsentiert von Volkswagen, stolzer Partner des VfL Wolfsburg. Das Schöne ist ja, dass wenn du das nicht haben kannst, dann wurmt es dich so sehr, dass du es unbedingt wieder haben willst. Und das ist manchmal gar nicht so verkehrt, dieses Gefühl auch mal wieder zu erleben. Ich glaube, wir haben ganz viele Persönlichkeiten. Poppy ist ein krasser Typ. Ganz viel Mentalität drin. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen Deutsch. Sehr viel Spaß. Irgendwie macht man es ja auch immer für die Feiern auch ein bisschen, ne? Also muss man auch ehrlich sagen. Aber es macht uns, glaube ich, auch aus. Also tolle Charaktere. Das macht uns gut, ja. Unsere Spielerinnen sind durchaus gemacht für diese Momente. Man erwartet auch, dass du gewinnst, dass wir die Liga gewinnen, dass wir die Pokal gewinnen und Champions League vielleicht. Das große T. Wer vom Triple träumt, der soll vom Triple träumen. Wenn es natürlich nicht so kommt, ist mein Anteil an der Schuld daran vielleicht auch nicht der größte. Morgen spielen wir zu null und dann ist alles gut. Und wenn sie eins nicht können, dann ist es verlieren. In der Welt da draußen auf dem Platz bist du nicht 21. Da bist du entweder eine Leistungsträgerin oder keine. Da hattet ihr mich fast emotional, ey. Puh. Wie stolz wärt ihr ja, damals gewesen auf euch selbst, wenn ihr seht, dass ihr solche Möglichkeiten habt. In drei Wettbewerben. Der Verein ist schon so eine Art Heimat für mich. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man mit Leuten von außen redet, dass der Verein immer so die ungeliebte Schönheit ist. Aber je näher man so hinter die Kulissen guckt, merkt man schon, dass da an vielen Stellen sehr viel Herz dabei ist. Und es ist einfach eine herzliche Familie. Und es ist auch gar nicht so grau, wie man vielleicht auch von außen immer denkt. Im Gegenteil. Großer Auftritt. Ist das mein Platz? Ja, perfekt. So, Leute, viel Spaß. Hi. Ich rede nicht so viel wie Obi. Stimmt. Was soll das denn heißen? Ich glaube, wir haben ganz viele Persönlichkeiten. Alex Popp! Poppy ist verrückt. Aber positiv. Ich kann mich ja jetzt nicht hier unter Wert verkaufen. Riesenvorbild für mich. Ich bin ein absolutes Mentalitätsmonster. Ist mit einzigartig. Was für ein Ball! Svenja! Hut! Oh. Svenny! Kleine Wüstenrennmaus irgendwie. So ein kleiner Terrier auf dem Platz. Auch ihre Führungsqualität. Will immer alles gewinnen. Verlängerter Arm. Unser Verbindungsstück innerhalb des Teams. Die Möglichkeit. Kalcherot 1-1! Chili. Ich bin ein bisschen die Komische in der Mannschaft. Unsere Edeltechnikerin. Die in großen Spielen vor allem zu Hause ist. Wahnsinn, was sie am Ball kann. Bisschen lazy auch manchmal in der Defensive. Da glaube ich dann auch gerne den ein oder anderen Meter mehr. Oberdorf, kommt noch mal ran! Latte! Obi auch verrückt, aber ganz anderes. Das Zweikampfmonster, Lena Oberdorf. Geht voran, geht dahin, wo es weh tut. Er hört sie nicht gerne, aber so unser Bodyguard im Mittelfeld. Das klingt sehr cool. Bin ich auch. Eine zukünftige Weltspielerin, so muss man es einfach sagen. Ja, Abfahrt. Ici ist Paris, hier ist Paris, hier ist PSG, aber hier ist auch der VfL Wolfsburg. Da haben wir einen richtigen Einstieg gefunden. Stimmung. Und im Stadion ist dann, ja, Bambule angesagt. Also
ist fast immer so um diese Zeit, also März, April, da kommen diese ganz besonderen Spiele. Mit heute im Spiel gegen PSG, dann am Wochenende entscheidet sich möglicherweise die Meisterschaft, Auswärtsspiel bei den Bayern und dann Rückspiel. Ich nenne das immer ganz gerne auch aus der Vergangenheit so die Wochen der Wahrheit. Das ist natürlich so ein Mix zwischen Vorfreude, Anspannung, Fokussierung, aber eben auch zu wissen, jetzt geht's um alles. Gegen Paris, gegen Bayern, wo man einfach Spaß haben kann und einfach zocken kann. Man kann viel gewinnen in dieser Woche, allerdings, und das macht so interessant, auch viel verlieren. Das sind ja die Spiele, warum wir Fußball spielen und wir auch hier beim VfL Wolfsburg sind. Wieder wird's gecheckt. Jetzt kommt das 4, jetzt gibt's Elfmeter für den VfL Wolfsburg. Nee, schlecht, ey. Und Jansen verwandelt zum 1:0. Stark. Sehr schön. Wir wollen natürlich vorne mitspielen. Ein Titel national muss es für uns eigentlich schon sein, damit wir sagen, das war jetzt ein gutes Jahr. Und darüber hinaus wollen wir natürlich in der Champions League möglichst weit kommen. Und das ist für uns letzten 8 immer so ein Ziel, wo wir sagen, danach wird die Luft dann auch schon ganz schön eng. Da sind dann wirklich nur noch die großen Teams unter sich. Und wenn du da dann dabei bist, dann hast du schon mal deine Hausaufgaben gemacht. Und alles, was dann noch on top kommt, ist dann so ein bisschen in Richtung Sahne auf dem Kuchen. Der VfL Wolfsburg mit einer guten Ausgangsposition. Dass es uns gelungen ist, eine Erwartungshaltung zu kreieren, auch außerhalb des VfLs, die alles möglich macht. Danach kommt Bayern. Absolut, Druck ist da. Ich glaube, vieles ist mental. Man erwartet auch, dass du gewinnst, dass wir die Liga gewinnen, dass wir die Pokal gewinnen und Champions League vielleicht. Wie stolz wärt ihr damals gewesen auf euch selbst, wenn ihr seht, dass ihr solche Möglichkeiten habt, in 3 Wettbewerben? Die Spielerinnen haben für sich das Triple als Saisonziel ausgerufen, intern. Das ist die Ausgangsposition. Man muss auch sagen, den Druck machen wir uns auch selbst. Aggressivität, Energie, Druck und vor allem das Zupacken. Für uns ist wichtig, wir müssen auf allen Bühnen konstant dafür sorgen, dass wir Ergebnisse liefern. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Du kannst natürlich auch alles verlieren. Das ist natürlich der Druck, die ich auch fühle, die ich auch spüre, aber ich glaube, das ist auch gut, dann spiele ich auch besser. Wenn wir nicht mutig sind, haben wir ein Problem. Du musst nicht 3 Tore schießen. Weiß ich auch nicht. Also entweder wird es richtig gut oder richtig schlecht. Oder du hast die ganze Zeit auf den Kopf. Wir wollen morgen was holen. Unsere Spielerinnen sind durchaus gemacht für diese Momente. Und wenn sie eins nicht können, dann ist es verlieren. Auf Leopoldstraße nach Richtung Heckscherstraße starten. Ich jetzt wüsste, wie ich hier sollte. Ach, Straßenbahn. Man muss mal nicht mit anlegen. Ne? Kulle. Ja, ich bin der Jörg Schmidt, genannt Kulle. Ja, ich glaube, Kulle ist für uns das Herz. Ich bin der Zeugwart der Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg. Er lebt es, auch wenn er das nicht immer so zeigt. Ich habe das auch schon bei unserem Vorgängerverein, dem WSV Wenschert, gemacht. Ja, und so kam dann eins zum anderen und am Ende ist was Großes draus geworden. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich hier war, ich konnte ihn gar nicht einschätzen. Immer einen lockeren oder doofen Spruch auf den Lippen. Man kann jeglichen Spaß mit ihm machen, Wetten abschließen. Die Phase ist vorbei, wo ich immer recht hatte. Also verlieren wir heute. Hat er nicht gesagt. Ja, weil ich immer jetzt nicht recht habe. Ach so. Ja, wir gehören irgendwie zum Verein. Ich bin der Zeugwart, Physiotherapeutin und ein Kamerakind. Und wir würden gerne die Kabine einräumen. Aber die 3 Punkte bleiben hier heute. Wir haben zur Not noch Platz. Bis später, danke. Bayern und Wolfsburg hat eine große Rivalität. Das Spiel der Spiele über die letzten Jahre auch. Die Spiele sind immer eng. In einer Konstellation, die immer wieder für Spannung sorgt, für Dynamik sorgt. Hi, Andrea. Hi. Wichtig ist doch, dass wir die Wäsche sauber kriegen und dass es allen gut geht. Ne? Mein Job ist, ich hoffe, dass draußen alles gut geht. Wird's schon. Ja, unsere Hooligans, die haben heute keine Zeit. Gefühlt ist es ein 6-Punkte-Spiel.
den direkten Konkurrenten vor der Brust zu haben. Du musst mental so 100% da sein. Wenn angepfiffen wird, dann habe ich eben das Gefühl, man hasst sich gegenseitig. Ist es einfach nicht schön mit anzusehen, wenn jemand anders die Schale in der Hand trägt? Boah, das kann ich nicht sehen, das will ich nicht sehen, das macht mich aggressiv. Das Ding ist halt, dass man mit vielen Spielerinnen auch in der Nationalmannschaft zusammenspielt. Komm auch immer mit Lina aneinander. Im Spiel ist es nicht so, Lina, was ist mit dir? Und dann geht's richtig hoch. Danach umarmen wir uns und sagen so, oh, war wieder schön, ne? Boah, da haben wir uns wieder angelangt. Unser Anspruch ist es natürlich, die Spiele zu gewinnen und das Bestmögliche als Mannschaft rauszuholen. Aber an dem Tag hat es dann eben nicht geklappt. Da hat nicht so wirklich viel funktioniert. Wir hätten uns in der ersten Halbzeit eigentlich schon vernichten können. Ich denke, dass die Bayern seit vielen, vielen Jahren die gleichen Möglichkeiten haben wie wir. Auch Meister waren zwischendurch. Wir sind ja froh, dass wir eigentlich so einen Konkurrenten haben. Der VfL ist einer der Vorreiter im Frauenfußball, aber der FC Bayern gehört in den letzten Jahren absolut mit dazu. Es wäre wesentlich langweiliger oder viel, viel schlimmer, wenn wir so eine Konkurrenz in der Liga nicht hätten. Es sind Nuancen, ob wir am Ende vorne stehen oder die Bayern. Klar, es war absolut nicht unser bestes Spiel. Dann haben die noch einen Elfmeter bekommen. Und wir hatten auch kein Glück. Bayern hat das Spiel verdient gewonnen, auch wenn der Zeitpunkt des Tores und die Entstehung natürlich sehr unglücklich waren. Auswärts bei einem direkten Konkurrenten vielleicht mal nicht das Ergebnis zu bekommen, was man sich vorstellt, muss man akzeptieren. Was natürlich extrem wehgetan hat, war die direkte Konkurrenz quasi nicht ausschalten zu können in dem Sinne. Das Gefühl, wenn du weißt, okay, es liegt nicht mehr an uns, es liegt an Bayern. Es ist einfach ein enttäuschendes Gefühl auch. Das nimmst du auch ein paar Tage mit nach Hause. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn du enttäuscht bist. Lass uns lieber über positive Dinge sprechen, weil wir wollen Großes erreichen. Ohne Reif wären wir, glaube ich, nicht da, wo wir jetzt sind. Für mich gilt immer, ich möchte immer das Maximale erreichen. Dass mal ein Triple dabei rausspringt, das erhofft man sich, aber es ist natürlich nicht planbar. Was dann im Jahr 2013 alles passiert ist. Ich bin hierher gewechselt, es war direkt meine erste Saison. Man wusste, dass man so die Ambitionen hat, um den Titel mitzuspielen, Pokal ja auch. Und Champions League war ja die erste Saison, die der VfL gespielt hat in der Champions League. Damals sind wir wirklich mit der Euphorie einfach in diese Champions League-Saison gegangen und haben gesagt, okay, das sind jetzt Feiertage, wir gucken mal, was uns erwartet. Von daher waren wir damals krasse Außenseiter und uns hat keiner ernst genommen. Und bei unserer ersten Teilnahme dann das Finale zu erreichen und auch noch zu gewinnen, das war sensationell. War mega. Das konnten wir tatsächlich, glaube ich, alle in diesem Jahr noch so gar nicht richtig fassen, dass wir das da geschafft haben und irgendwie auch ja, einen gewissen Weg geebnet haben für generell die letzten Jahre, die wir einfach so erspielt haben.
speziell das Jahr 2012, 2013 mit dem Triple am Ende. Mit Sicherheit hat das noch mal in der Außenwahrnehmung noch mal einen Push gegeben. Ich würde sagen, der Frauenfußball oder die Frauenfußballabteilung ist so Ralfs Baby so ein bisschen. Er ist brutal wichtig für die Entwicklung gewesen. Also natürlich war beim VfL Wolfsburg immer Ralf Kellermann die treibende Kraft. Ja, eine absolute Identifikationsfigur mit dem Verein. Zuerst als Trainer, jetzt als sportlicher Leiter. Also alle Perspektiven auch kennt, für Know-how spricht. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige im Frauenfußball, die so vernetzt, so viel Erfahrung haben. Für uns eine ganz, ganz zentrale Figur, gar keine Frage. Er ist ja ein Stück weit das Mastermind dieses ganzen Frauenfußballprojekts. Weil ihm nicht nur fußballerisch die Spielerinnen, die er hierher holt, wichtig sind, sondern ihm sind extrem Charaktere auch wichtig. Um mal in dieser Runde über andere Dinge zu sprechen, über Planung für die Sommervorbereitung, über die Kaderplanung für die kommende Saison. Er hat nicht nur den Kader zusammengestellt und war Trainer, sondern er war auch derjenige, der immer wieder versucht hat, infrastrukturelle Dinge anzusprechen. Er hat es immer geschafft, sich durchzusetzen gegen Widerspruch, den es ja auch auf dem Weg hierher immer mal irgendwo gegeben hat. Wenn man als Spielerin dann auch in diesen Diskussionen mit dabei ist, dann nimmt man Veränderungen wahr. Und es war wirklich jedes Jahr etwas, was sich verbessert hat. Dazu kommt halt dann der Erfolg. Und jetzt ist es so, dass wir zum 11. Mal in Folge im Viertelfinale sind. Das hat keine andere Mannschaft in Europa geschafft. Immer auch als Favorit mitgehandelt werden. Wer kann von sich behaupten, dass er ein Jahrzehnt um Titel mitspielt und ein Jahrzehnt lang jedes Jahr einen Titel gewonnen hat? Das ist herausragend, das ist außergewöhnlich. Das schaffen nicht viele Mannschaften, auch nicht in ganz Europa. Für uns ist das jetzt so, dass ein Stück weit, nicht falsch verstehen, aber Normalität ist. Also ich glaube, hier in Wolfsburg ist generell vieles möglich. Ich glaube, dass wir beim VfL Wolfsburg wirklich der Motor sind in Deutschland, was den Frauenfußball betrifft. Und man hat auch hier in der Region, in der Stadt, eine sehr hohe Identifikation. Also der VfL Wolfsburg ist da eine Institution. Natürlich durch die Erfolge in den letzten Jahren ist der VfL Wolfsburg gerade im Frauenfußball auch so ein bisschen das Aushängeschild hier in der Stadt. Bei uns ist es so, dass wir nicht die Stahlkraft von der Stadt haben. Ja, was soll das denn heißen? Wenn Obi loslegt. Ist Wolfsburg nicht richtig groß? Obwohl ich mich hier sehr, sehr wohl fühle, seit vielen, vielen Jahren, kann man das, glaube ich, schon sagen. Ich mag das in Ruhe. Wir haben Vorteile aufgrund unseres Standorts. Standort Wolfsburg denkt man erst so, ja gut, es gibt eigentlich nur Volkswagen. Autos. Wenn man dann hier ist, finde ich, und die Zusammenarbeit ja, miterlebt, auch über Jahre dann natürlich miterlebt, dann hat sich das brutal entwickelt. Unser Selbstverständnis ist eigentlich, dass wir sagen, wir wollen den Fußball vorantreiben. Das, glaube ich, ist auch die große gemeinsame Klammer, die wir da wirklich mit Volkswagen haben. Wir haben eine tolle Infrastruktur, wir haben tolle Möglichkeiten, wir haben eine große Nähe zu Volkswagen, wo ja auch irgendwo der Ursprung da ist. Es gab eben hier auch schon eine gewisse Frauenfußball-Historie in Wolfsburg und dann gab es einfach die gute Gelegenheit, da die Kräfte zu bündeln. Und da, finde ich, hat Volkswagen bzw. der VfL dann in seiner Zeit sehr schnell geschaltet und gesagt, hey komm, lass uns doch da gemeinsame Sache machen und dann werden wir wahrscheinlich noch stärker sein. Weil wir natürlich Spielerinnen etwas bieten konnten, was vielleicht der ein oder andere Club nicht konnte. Nämlich zum einen, sage ich mal, beruflich einen gewissen Werdegang bei Volkswagen, aber natürlich auch im Frauenfußball auf Top-Niveau zu agieren. Es hat sich immer mehr professionalisiert, das heißt, wir haben nur noch Profis. Und es ist dann ein komplettes Miteinander. Also man hat das Gefühl, dass man Volkswagen hat zusammen mit dem Verein und mit der Stadt, dass es einfach eine Gemeinschaft ist. Die Zusammenarbeit Verein, Werk, Stadt, das ist schon ziemlich cool hier. Weil sie eben wirklich diesen Frauenfußball auch mit komplett als gleichberechtigt ansehen und da von der ganzen Förderung einfach auch richtig Bock drauf haben. Das klappt ja. Sehr schön.
Bereit fürs Halbfinale? Das ist unsere Fischbox. Das wichtigste Utensil ohne diese Musikbox weigern die sich zu spielen. Wir lieben das hier zu spielen, weil es voll ist, viele Zuschauer. Es gibt uns nur mehr Energie. Das Spiel war nicht gut in München, aber so ein Elfmeter, wenn der dann die Saison entscheidet, das ist ja mal mit dem Zufall getrieben. Hin und wieder ist gut, dass direkt wieder große Spieler auf einen warten. Weil es gar nicht die Möglichkeit gibt, zu lange hängen zu bleiben in einer Niederlage oder zu lange drüber nachzudenken. Sondern wir den Fokus auch direkt wieder auf das nächste Spiel legen müssen. Ich weiß nur, das war eine Phase, wo wir einfach nicht top waren und nicht so viel Ruhe im Spiel hatten. Diese Hoffenheim, ich fand es Paris auch nicht überragend. Nee. Wir haben auch ein bisschen Rückgang. Aber gut, neue Phasen gehören dazu. Ich meine, das passiert manchmal in einer Saison, das ist ganz normal. Nur lieber nicht in die wichtigen Spiele. Ich glaube, man hat zu Beginn des Spiels auch noch so ein bisschen eine leichte Verunsicherung vielleicht auch gespürt. Aber trotzdem diesen Willen, sich dann auch in so ein Spiel reinzukämpfen und dann eben auch in dem entscheidenden Moment. Felicitas Rauch. Alex Paul. Schuss, ein Tor, die Wölfinnen. Poppy, One Touch, einfach oben rein. Also erstmal ein typisches Poppy-Tor. Poppy erzielt sehr, sehr viele Tore durch ihre Mentalität. Ja, hab dann gedacht, gut, nimm die Füße in der Hand und ab. Entweder ich hätte ihn so mit einem Kontakt noch mitnehmen können in den 16er rein oder halt direkt. Gar nicht ideal vorbereitet für einen Torabschluss. Aber dadurch, dass sie sich eben so reinhaut und diese Überzeugung auch in ihrem Spiel hat, fliegt er halt genau dahin, wo er hinfliegt. Würde ich jetzt mal Glück nennen. Ich muss schon sagen, dass Poppy uns diese Saison häufiger mal den Arsch gerettet hat. Wir waren gar nicht gut im Spiel, aber so ein Tor war unglaublich wichtig und gibt so auch eigentlich ja, ein gutes Gefühl, ein Gefühl von Ruhe und ich glaube, das brauchten wir. Poppy ist ein krasser Typ, finde ich. Mentalität. Qualität, sie hat alles und sie hat so viele Tore gemacht. Und auch neben dem Platz ist sie so wichtig für unsere Mannschaft. Hey, alles gut? Ja klar, selbst auch. Ja. Na, mein Lieber? Alles im Griff. Poppy hat es ja auf dem Kopf gehabt. Die ist gut. Sie ist natürlich auch die Erfahrung. Ne? Ich glaube, dass die hoffentlich auch ihre Karriere beendet. Ne? Hast du auch. Geht ihr da weiter? Auf so. Geht's. Wir haben zwar nur unentschieden gespielt, aber ich glaube, wir hätten an dem Tag gerade aufgrund der zweiten Halbzeit 5-1 gewinnen können und vielleicht auch müssen mit den Chancen, die wir hatten. Ich
in der Welt da draußen auf dem Platz bist du nicht 21, da bist du entweder eine Leistungsträgerin oder keine. Das war wirklich so eine Phase, wo ich lernen musste, dass man nicht immer bei 120% sein kann, sondern dass es ein extrem langes Jahr ist und man halt auch aufpassen muss, dass man den Spaß nicht verliert, weil das habe ich so ein bisschen gehabt, auch in der Phase der Saison. Wo ich nach dem Paris-Spiel gar nichts gefühlt habe, wo wir ins Halbfinale kommen und ich war einfach leer, weil ich einfach fertig war. Ich glaube, da ist es echt wichtig, dass man wirklich auch auf sich Acht gibt und nicht immer alles weglächelt und sagt, nee, mir geht's gut. Alle, die hier sind, machen das, weil sie irgendwann mal den Spaß daran gefunden haben. Und das darf man auch niemals vergessen. Denn einfach immer wieder ein bisschen zu sich selber zu finden und einfach wieder zu sagen, okay, ich bin auch nur ein Mensch und ich mag es, Fußball zu spielen. Jedes Kind, das mal irgendwann auf dem Bolzplatz gestanden hat oder auf dem Sportplatz im Heimatort, hatte mal Spaß am Fußball. Und ich habe bei uns den Eindruck, dass sie diesen Spaß auch eigentlich nie verloren haben. Und das ist das Wichtigste. Ich mache das nicht, um die Beste, also klar will man irgendwann die Beste sein, aber ich mache es nicht, um die Einzelauszeichnung zu bekommen, sondern ich mache es wirklich für mich, weil ich Spaß haben will und weil ich mit der Mannschaft erfolgreich sein will. Und das kam dann einfach auch wieder zurück jetzt. Ja, uns ist einfach wichtig zu zeigen, dass es auch eine Zusammenarbeit ist und dass es nicht einfach nur heißt, ja, Volkswagen ist der große Sponsor und mehr ist nicht. Und das ist halt hier nicht der Fall. Da kann man schon von so einer gefühlten großen Familie sprechen. Also wir bereiten uns auf jedes Spiel gleich vor und wir nehmen jeden Gegner gleich ernst. Das ist auch mit ein Grund, warum wir dann auch diese Leistung abrufen. Nochmal Wolfsburg. Oh, ganz frei durch die Chance zum nächsten Treffer und er steht 8:0. Wir haben nicht nur 8:0 gegen Bremen gewonnen, sondern mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Das ist alles andere als selbstverständlich und von außen sieht es vielleicht aus, als würde man das im Vorbeigehen tun. Diese eindrucksvollen Ergebnisse ist auch die DNA dieser Gruppe. Wenn wir nicht mutig sind, haben wir ein Problem. Aber wir wollen morgen was holen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Wir wollen ins Finale. Im Finale! Und das habe ich letztes Spiel eben nicht gesehen. Da war es mehr vielleicht sogar eine kleine Angst, Dinge zu verlieren, als wirklich die Lust auf Gewinn. Ich wusste direkt, wenn wir das Ligaspiel verloren haben, wir gewinnen das andere Spiel. 100%. Und da kommen wir zum nächsten Faktor. Drei Wettbewerbe. Bayern hat noch zwei. Wir haben morgen um 17, 18 Uhr nur noch einen. Nur noch einen. Energie, Druck und vor allem das Ziel packen. Viel Spaß. An dem Tag haben wir wieder genau das Gesicht gezeigt, was uns auszeichnet. Genau diese Mentalität, diese Gier, diese Siegeswille. Wenn man dann so überzeugend in die rechte Ecke trifft, dann muss ich auch mal leiser sein. Das Pokalspiel hat alles geklappt. Ich glaube, das war einer unserer besten Spiele in dieser Saison. Das macht mich einfach auch extrem stolz nach einer Niederlage, aus der man oftmals auch leider mehr lernt als aus Siegen. Dann eben nochmal nach München zu fahren, nochmal auswärts zu spielen, nochmal nach einer anstrengenden Woche eine Auswärtsfahrt zu haben. Und dann dort so eine Leistung abzurufen und eben nicht nur in Anführungszeichen 1:0 zu gewinnen, sondern wirklich klar und deutlich zu gewinnen
und ins Pokalfinale einzuziehen. Unser Slogan ist ja Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Und ich glaube, das verkörpern wir einfach auf dem Platz. Und ich glaube, dass jeder sich wirklich für jeden reinschmeißt, dass es nicht so diese Neidpositionen gibt hier, weil jeder es dem anderen irgendwie auch gönnt. Wenn wir eine Turnierform im Training spielen, da will jeder gewinnen. Da kocht manchmal die Stimmung hoch, wo man danach denkt, boah, haben wir uns noch lieb eigentlich? Weil jeder irgendwie gewinnen will. Und dieses Gefühl, ich glaube, das gibt es nicht so häufig. Da ist mir auch scheißegal, sorry, ob es Werder Bremen ist, ob es SV Meppen ist oder ob es der FC Bayern ist. Du kannst die Tasche mitnehmen. Ich bedanke mich wie verrückt. Nur Mahlzeit. Ja? Tschö. Das ist der große Vorteil hier in Wolfsburg. Du bist überall in einer Viertelstunde und du hast eigentlich nie Verkehr. Als ich damals mal angefangen habe mit 17, waren die Trainerinnen oder Trainer immer sehr viel älter als ich. Und mittlerweile ist der Tommy schon der zweite Trainer, der jünger ist als ich. Also ich verstehe vielleicht jeden, der mit 20 sagt, boah, lieber Berlin, München oder Amsterdam. Aber mit unserer jungen Familie ist es hier optimal. Tommy ist ein Mensch, der eigentlich im Kopf nur Fußball hat. Und ich glaube, dass der Frauenfußball da auch noch mal eine andere Stabilität bietet vielleicht als der Männerbereich, wo man weiß, dass man vielleicht nur die nächsten 3 Monate selbst da ist, als Schalke-Trainer als Beispiel. Ist man schneller wieder zu Hause. Das ist das Schöne am Frauenfußball, die sind noch nicht so verwöhnt und die haben sie alle noch selbst in der Tasche. Also Fußballschuhe, Schienbeinschoner, da sind sie selbst für verantwortlich. Man könnte das jetzt machen, aber ich bin jetzt kein Freund davon, den auf Deutsch gesagt, den Arsch zu lecken. Jetzt muss ich erst mal nachgucken, wer heute Kapitänin ist. Das rotiert ja bei uns auch so ein bisschen. Frau Huth. Wir sind eigentlich auf 3 Kapitänen gegangen, weil wir pro Linie eine Kapitänin haben wollten. Wir haben Dominik Janssen eben aus der Abwehrreihe, die da eben auch mit die Verantwortung trägt. Wir haben mit Poppy eigentlich dann dementsprechend eine, die eher die Fäden vorne drin zieht. Und mit Svenja Huth eine, die eben in der Mittelfeldlinie die Verantwortung auch mitträgt. Und das war so die Herangehensweise. Und damit eben auch dann die Hierarchien mitbilden. Es gibt jetzt keine Prinzessin, die sagt, ich trage jetzt nur neue Stutzen oder so. Wie gesagt, das ist alles ein umgänglicher Haufen. Ich glaube, diese Saison haben wir einfach ein paar Spiele gehabt, wo wir nicht aber wie so up und down gehen im Spiel. Es war in das Spiel auch ganz einfach 2-0 geführt. Eva Pajor! Wolfsburg führt! Zu Julia Kassen, glaube ich, habe ich gesagt, ich so, boah, wenn das so weitergeht, dann schießen wir die hier richtig aus dem Stadion. Solche Geschenke nimmst du an, wenn du nach Eindhoven möchtest. Aber
Super Ball. Und Blackstenius in der Mitte. 2-2. Arsenal verdient sich diesen Ausgleich. Sie spielen super. Wir sind einfach ein bisschen naiv rausgekommen und keine Ahnung, es hat einfach nicht mehr geklappt, zweite Halbzeit. Nach dem Hinspiel ist Halbzeit. Es geht darum, im Rückspiel eben dafür zu sorgen, dass man das Finale in dem Fall erreicht. Und ja, so haben wir es dann auch wieder ausgearbeitet. Ich habe vorher in London gewohnt, bei Arsenal gespielt und ich habe bei Bayern gespielt, in München gewohnt. Da ist viel los bei denen, hier ist gar nichts los. Und ich muss auch sagen, ich mag das Ruhe. Ich bin eigentlich ein Gefühlsmensch, ich mache alles eigentlich auf Gefühl. Wolfsburg ist damals gekommen und ich dachte, das ist ein guter Schritt für mich. Ich brauche das und ich kenne natürlich Tommy und bisher hat alles gut geklappt. Jill habe ich schon wirklich viele Jahre. Ich durfte mit ihr in Holland zusammenarbeiten, weiß, was sie für ein Typ ist, kenne sie eben dementsprechend, weiß, was sie braucht in gewissen Momenten. Sie weiß aber auch, wann sie in der Pflicht ist, gewisse Dinge immer mal wieder auch zu liefern. Aber wirklich auch eine Spielerin, die in großen Spielen vor allem zu Hause ist. Das ist für einen Fußballer das Beste, was es gibt. Das war schon anstrengend. Und die Flugzeit heute war ein bisschen Gegenwind, ist knapp 2 Stunden und eigentlich schönes Wetter den ganzen Flug. Arsenal war das Spiel, wo ich auch vorher gesagt habe, wenn wir das schaffen, dann sind wir auch bereit fürs Finale. Weil es eigentlich ja schon eine Konstellation von einem Final hatte. Cheese. Yeah? Thanks, girls. Welcome. Thank you, thank you, thank you. Good video, eh? Irgendwann mal den Scheiß gemacht, um solche Dinge zu erleben. Das ist ja, wer darf das? Das ist ja. Ja, es war das, was, glaube ich, für mich in der Champions League am meisten hängen bleibt. Das ist schon noch eine andere Stimmung als hier in Deutschland. Das macht schon was mit einem auch. Ich hatte Gänsehaut beim Rauslaufen. Weil es so laut war und irgendwie alle diesen Fußballmoment einfach genossen haben. Ja, aber ich mag es dann halt auch gern, wenn man das Stadion irgendwie zum Schweigen bringen kann. Da sind sie sich nicht einig. Oh, Blackstenius! 1-0 Arsenal! Die haben 1-0 gefühlt. War ein bisschen überraschend für uns eigentlich. Und du weißt auch, dass es schwierig ist, weil die spielen zu Hause. Die werden jetzt nur verteidigen. Das war eine gute Idee. Und die Möglichkeit. Rot, 1-1! Die ehemalige Arsenal-Spielerin im Emirates mit dem Ausgleich. 2 Kontakte und ich habe das Ding in die Ecke geschossen. Rückstand ausgeglichen, in Führung gegangen. Wieder in den Fünfer rein. Das ist Alex Popp, Wolfsburg, dritter Spiel. Als Poppy das Tor hat gemacht, dachte ich, jetzt ist es durch.
wieder ausgeglichen. Kommt ganz gut. Ausgleich. Durch Cem Beattie. Es wird Verlängerung, vielleicht Penalties. Ich muss sagen, die haben auch ganz stark gespielt. Die haben für jede Meter gebettelt. Das war ein Moment mit Jule. Zwei Momente. Erstens, wenn sie reinkam. Und ich sag nur zu ich so, Jule, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich ein richtig gutes Gefühl mit dir heute. 2 Minuten noch. Dann gewinnt die da den Ball. Oh, und jetzt zu dribbeln. Super mutig. Brandestrin Bremer! Robin Moy! Mit dem entscheidenden Fehler! Und Pauli macht den einfach rein. Und ich dachte mir so, krass. Bremer drückt ihn über die Linie und bringt Wolfsburg! So sieht's aus im Endspiel. Krass. Wir haben's einfach wirklich geschafft. In den Momenten gönne ich den Mädels wieder jegliche Feier. Es ist einfach nicht zu glauben! Ja! Irgendwie macht man es ja auch immer für die Feiern. Von daher haben wir da auch die Nacht zum Tage gemacht. Und das muss einfach sein und das gehört dazu. Ja, wir hatten einfach 2 Boxen. Das darfst du eigentlich auch keinem erzählen, aber wir hatten 2 Boxen mit Musik. Es war heavy, es war echt anstrengend. Aber ich glaube, das war zu viel Englisch und Holländisch. Ey! 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 Wir hatten unsere Musik, die hatte ihre Musik. Also es war okay. Ich bin da grundsätzlich schon auch mit dabei. Aber tatsächlich auch nicht mehr so extrem, wie es damals war, weil ich im Moment eher mir meine Mannschaft gerne anschaue, wie sie Freude haben, wie sie Spaß haben. Und ich da tatsächlich im Moment viel, viel mehr von habe, als wenn ich da selber irgendwie mitten in der Mitte dabei bin. Das gemeinsam als Team zu erleben, das ist schon auch sehr schön. Und Spiel ist aus. Gratulation VfL Wolfsburg zu einem deutlichen 7:1 Erfolg über den 1. FC Köln. Der nächste Weg geht immer zur Kaffeemaschine tatsächlich. Morgen, Petra. Benimm dich heute, Kulle. Dann wären wir schon beim Training. Du hast gedruckt. Ich habe mich schon gefragt. Zügig ist für mich immer das Wichtige dann, wenn wir sowieso in dieser 3 Gruppen arbeiten, dass das eben relativ schnell von Feld zu Feld geht. Ja. 3x3 plus so 1 Minute für den Feldwechsel. Ich hebe immer wieder hervor, wie die trainieren und wie 2 Runden sehr sie eigentlich eine Gewinnermentalität in sich haben. Diese Gewinnermentalität ist immer da, in egal welchen grundlegenden Situationen. Und ich glaube, das zeichnet auch die Spielerinnen aus, die beim VfL sind.
im Coaching an sich ist er auch wahnsinnig akribisch. Achtet auf viele Kleinigkeiten, was ich sehr gut finde. Also auch wenn 3 dann höher steht, spielen wir von unserer Seite aus eher Passlinie raus. Mhm. Und ist dann klar, wenn Obi raus muss, dass 8 reingeht. Also deswegen ist es nicht die Option, Poppy füllt auf, sondern vielmehr 2. Sechser schiebt durch und 10er kann Ball fern auffüllen. Am Ende sind die Kleinigkeiten auf Erfolg, auf hohem Niveau, nämlich genau die entscheidenden. Power, laufe, arbeite, Mentalität kommt erst. Aber er hat eine gute Balance, er findet es auch richtig wichtig, dass wir Fußballen. Du hast so 2, 3 Momente, wo wir sehen, dass wir einfach nicht in Verbindung sind. Und es geht alles um die Verbindung, auch eben Hinblick Barcelona, wo die Abstände, das ist genau das, was, wenn wir da gut sind, dann gewinnen wir die Bälle. Ne? Wenn wir da nicht gut sind, genau, dann stecken die Bälle da durch und dann hast du ein Problem, ne? Oder läufst nur hinterher. Deswegen, ist auch gut, da nochmal. Dann haben wir das, morgen spielen wir zu 0 und dann ist alles gut. Manchmal wünschte ich mir schon mal, dass er ein bisschen mehr auf den Tisch haut. Omar, check, check. Kam von Poppy, oder? Das habe ich für mich dementsprechend auch bewusst so gewählt. Ich mit direkten Emotionen vielleicht mehr kaputt mache, wie mit vielleicht dann eben den nötigen Infos und vor allem dem Bewusstsein für Dinge. Es ist nicht so, dass ich keine Emotionen zeige, sondern da auch in vielen Momenten auch wirklich damit spiele und immer mal wieder auch was reinbringe, das ist auch klar. Manchmal trifft er so den falschen Ton auf einmal und dann denkst du, so, hat er jetzt nicht gesagt, hat er nicht gesagt. Aber ich glaube, es gehört dann auch ein bisschen dazu. Braschnicker kriegt ihn auch wieder durch, Fahne ist unter, 3-4-0! Ja, meine Güte, jetzt schießen sie raus aus dem Park! Da sagt er dann zum Beispiel auch, ich bin für meine Verhältnisse schon sehr laut geworden. Und da habe ich gedacht, hui, okay, ich habe es mir lauter gewünscht. Natürlich ist es mittlerweile so oder in den Generationen so, dass sich da viel verändert. Und du natürlich nicht immer drauf kloppen kannst, das ist auch klar. Aber immer positiv geht halt auch nicht. Und deswegen muss man da einfach eine gute Mischung finden. Und das haben wir bisher ganz gut hingekriegt. Für mich geht es nie um meine Emotionen. Das ist für mich der entscheidende Faktor. Es geht immer darum, was braucht die Gruppe in welchem Moment. Das ist nicht so einfach zu kontrollieren, als nur seine eigenen Emotionen. Und gegen Frankfurt, das Spiel hatte durchaus im Nachtrag gedanklich noch sehr lange im Kopf eine Rolle gespielt. Und gleichzeitig hatten wir nie die wahnsinnige Zeit, viel darüber nachzudenken. Ja, dann weißt du schon, die Meisterschaft ist jetzt weg. Zu dem Zeitpunkt war es extrem schwer, damit umzugehen. Ich glaube, dass viele sich gedacht haben, okay, jetzt zerfallen wir vielleicht auch als Team. Also nach Frankfurt kam der DFB-Pokal. Dieser Kontrast zwischen einer Niederlage, die vielleicht in dem einen Wettbewerb jetzt wirklich ein kleiner Rückschritt ist, zu wir können hier gerade einen Titel gewinnen, ist natürlich dann extrem. Herzlich willkommen in der jüngsten Stadt Deutschlands. Köln ist extrem besonders. Mittlerweile irgendwie auch so ein bisschen wie nach Hause kommen. Können wir noch ein Schlösschen aufhängen, Mädels? Ich glaube, dass diese besonderen Tage uns auch jedes Jahr wieder dahin pushen, dass wir Jahr für Jahr dieses Ding wieder gewinnen. Ja. Könnt ihr noch mitzählen? Die Jugend. Hey, Girls. Svenja ist ein bisschen so, ja, nicht die Mama, aber sie ist schon die Ältere, finde ich. 2012. Hört sich an, also vor 30 Jahren. In Sachen Erfahrung macht dir keiner was vor. Ich sag ja jedes Jahr auch wieder aufs Neue, ich werde 19, forever 19. Wir wundern uns nach jedem Spieltag wieder, wie schnell sie regeneriert. Bin aber auch der Meinung, dass man sich auch Müdigkeit schon auch so ein bisschen einreden kann.
Und ich glaube, da ja, spielt vielleicht der Kopf dann eben auch eine große Rolle. Jetzt machen wir es uns aber mal richtig gemütlich. Jetzt machen wir uns aber. Feli reicht der Arm. Ja, Svenny ist für mich halt auch so die eigentliche Anführerin im Team. Die Spielerin, die sich am meisten auch abseits des Platzes für die Mannschaft einsetzt, in meiner Wahrnehmung. Freut euch auf morgen? Nee, gar nicht. Wir waren klarer Favorit. Alle rechnen mit dem Sieg. Ein Alles-oder-nicht-Spiel, bei dem ja, oftmals vielleicht auch Dinge passieren, mit denen keiner rechnet. Aber habt ihr schon ein Gefühl so? Ich sag sowas nicht gerne. Ich will da mir nicht so Gedanken drum machen. Stell dir vor, ich hatte jetzt nicht so Gutes und dann sage ich, ich habe ein schlechtes Gefühl. Du? Und dann sie anders sagen, ich spiele doch gar nicht. Also das ist ein schlechtes Gefühl. Sehr schön zu sehen, was seit der Europameisterschaft passiert ist. Dass die Euphorie weiterhin anhält. Und dass es im Pokalfinale das erste Mal ausverkauft war. Ich bin gespannt. Kurze Frage. Ja. Was soll ich sagen, Miss Svenny? Verlängerter Arm, tatsächlich. Für uns dann eben, wenn es auch um taktische Themen geht. Wenn die Defensive sind im Zentrum. Und die abkippen sollte, geht in Mitte. Wenn es um Mannschaftsführung geht. Soll ich besser, die unsicher ist. Aber entscheide dich für eine Sache und mache die zu den 100%. Das ist gut. Schön. Ja, Kathi! Das wird gut. Nee, Vollgas. Machen wir's. Und dann hat das Spiel natürlich auch gut angefangen eigentlich. Dass wir sehr früh 1-0 in Führung gegangen sind und das gibt einem natürlich erstmal Sicherheit. Aber wir hätten natürlich das 2-0 und das 3-0 nachlegen müssen. Und dann hätten wir schon sehr, sehr viel früher für klare Verhältnisse gesorgt. Ein Finale ist ein Finale. Es passieren in jedem Spiel irgendwo vielleicht auch mal verrückte Dinge. Dann habe ich da kein Problem in der Ecke, wo ich weggeblockt werde. Vielleicht ein guter Moment, um Erwartungshaltung mal eben kurz mit reinzunehmen. Eine unfassbare Drucksituation fürs Trainerteam, auch für meine Person und natürlich für die Mannschaft. Weil ich nach dem Spiel gefragt worden bin, wie kann es denn zur Halbzeit nur 1-1 stehen? Ist ja nur 1-1. Man hat nicht das Gefühl, wir können heute den Pokal gewinnen, sondern wir haben eigentlich nur was zu verlieren. Dran zu bleiben, weiterzumachen, sich eben nicht irgendwo durch diesen kleinen Rückschlag des 1-1 irgendwo anders zu bewegen, sondern genauso weiterzumachen, wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben.
okay, wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Das reicht so noch nicht. So schnuppert der Gegner ein bisschen Hoffnung. Und wird dadurch natürlich auch von Minute zu Minute an stärker, in der es noch unentschieden steht. Aber dann sind wir auch da wieder nicht in Panik verfallen, sondern wir wussten, okay, es ist unser Pokal. Ja, da haben wir dann die richtige Reaktion in der zweiten Halbzeit gezeigt, uns noch mit dem einen oder anderen schönen Tor belohnt. Wenn du dann gewinnst, das ist einfach stolz. Dieser Verein hat 9 hintereinander gewonnen. Das ist krass. Deswegen ist es auch noch spezieller, wenn du wieder gewinnst. Erstmal die Frage, was ist denn das hier eigentlich schon wieder? Das war gegen Frankfurt, das auch. Mhm. Das tut aber ein bisschen weh, weil das hier so drin hängt, finde ich. Mhm. Ja. Ich glaube, heute ist so ein Tag, wo ich einfach wieder nur existiere. Habt ihr das nicht manchmal? Ihr wollt nicht reden, ihr wollt nicht nachdenken, ihr wollt einfach nur da sein. Alter, was ist denn hier für eine Luft drin? Puma-Giefig. Mach einfach mal und ich sag's dir mir, was weh tut. Nur unter Extremitäten und ein bisschen nein. Weil die extrem sind, oder? die extrem beanspruchen. Ehrlich. Und, wie waren so eure Nächte? So schön! Wir haben wieder gewonnen! Für die Momente spielst du eigentlich Fußball, um die zusammen mit der Mannschaft dann auch zu feiern. So, was ist hier für eine Party? Ja. Hier geht's richtig ab. Wir haben keine Musik. Ja, ist Regeneration jetzt, Sonntag ist das nächste Spiel. Ja. Und da verändert sich der Sport gerade bei uns total, weil die Frequenz der Spiele extrem hoch wird. Du gewinnst ein Pokalfinale und du hast nicht die Möglichkeit, das in vollen Zügen zu genießen und zu feiern. 2 Tage später oder 3 Tage später nach dem Pokal dann eben schon wieder das nächste Bundesligaspiel. Man erwartet von uns einen Sieg in Meppen und wenn wir dort verlieren. Das war wirklich hart. Wir haben dann halt gesagt, ja, also verstehen wir und wir wissen auch, worum es noch geht. Aber am Ende wäre es ein Titel. Lasst uns diesen Titel genießen. Es ist etwas Besonderes. Lasst uns darauf anstoßen. Ich weiß, der Trainer guckt mich dann ein bisschen schief an. Am Sonntag ist es ein Spiel, aber Titel müssen gefeiert werden. Ich sehe schon wieder hier hinten so Schlager und da vorne so. Oh, ich höre Musik. Schön. Okay, Leute, let's go, let's fetz!
jetzt aber. Das Beste hast du weggelassen. Und jetzt ist Alexandra Popp durch. Und sie macht das Tor! Alex Popp, 90 plus 4, Wahnsinn! Einfach nur Wahnsinn! Eine irre Abfahrt im Emsland. Ich bin also wirklich heilfroh, dass wir mit dem 3-2 einmal schon den zweiten Platz gesichert haben und dass wir auch vor allen Dingen nicht in den Abstiegskampf eingegriffen haben. Ich muss dich beeilen, gleich bin ich fertig. Wir haben Samstag und morgen quasi unser letztes Meisterschaftsspiel. Ja, mit der Möglichkeit, Meister zu werden in der Abhängigkeit vom Spiel Bayern München. Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen Hoffnung, weil ich dachte, okay, wenn Turbine vielleicht eins kann, dann mit 10 Mann in 16er rein und verteidigen. Stimme, keine Chance. Kolle? Ja? Wie sehr ärgerst du dich, dass wir weiße Stutzen haben? Sind die komplett weiß? Fast. So wie unsere Beine. Oder deine Oberarme. Ja, wirklich Salat, Evan. Ich bin sehr realistisch. Es ging hier um Turbine Potsdam, die dieses Jahr leider nicht konkurrenzfähig waren. Manche denken auch, ja, wir müssen Hoffnung haben. Also ganz klar, nicht 1% Hoffnung. Es war ausverkauft, das AOK-Stand, es war wunderbar. Okay, wir gehen raus. Komm, gut zusammen. Es brennt. Sieht so anders aus, ein 30-Stunden. Hat das dann mehr so gesehen als Generalprobe für die Champions League auch? Ja, wir haben versucht, unser Spiel gegen Freiburg ein bisschen zu feiern. Wir haben ein paar Verabschiedungen vor dem Spiel noch tätigen können. Es war ein schöner Abschluss für die Liga. Der Spielverlauf in München, ich glaube, als wir das erste Mal aufs Handy geguckt haben, stand es, glaube ich, 3-0. Also von daher wusste man, okay, Meister wird man wahrscheinlich heute nicht. Schade, 57 Punkte würde bedeuten, wir haben eine erfolgreiche Saison gespielt. Dass wenn man zur Winterpause 5 Punkte vor ist und auch wirklich alles gewonnen hat. Ich finde, wir müssen Meister werden. Das haben wir nicht geschafft. Die nicht gewonnene Meisterschaft, das tut mir am meisten weh. Ja, ich habe mich gefragt, okay, wie kann das sein, dass du eine Saison lang alles gibst eigentlich als Team und dann geht's so zu Ende und fährst einfach nach Hause und bist auf der Couch. Ohne irgendwas. Ja. Steck doch nicht an, ey. Man steckt nur Leute an, die gut zueinander sind. Yay. Ja, mein Verhältnis zu Obi ist sehr, sehr gut. Dass wir aus der gleichen Stadt kommen, das macht irgendwie das Ganze einfacher.
Und sie einfach auch ein Typ ist und da ein bisschen ähnlich tickt wie ich auch. Nee. Schön vor der Tür parken. Ich kann auch mal kritisch mit ihr umgehen, ich kann sie auch mal anpfeifen ein bisschen. Obi, das benötigt sie. So. Und das Schöne ist, dass sie es auch annimmt. Nee. Schön. Und ich glaube, man darf aber grundsätzlich nicht vergessen, wie jung Obi halt einfach noch ist. Erstmal ein Kakao, ey. Das kann ich auch nicht glauben. Von daher ist das unter anderem auch meine Aufgabe als Führungsspielerin, sie da an die Hand zu nehmen ein bisschen und sie genau in die Position reinzuführen, wo ja, ich vielleicht auch gerade stecke. Weil die Möglichkeit hat sie dazu. Oh, echt? Ja, richtig geil. Das Finale war noch mal besonders aufgrund des Hypes der letzten Monate. Die Aufmerksamkeit ja deutlich höher als in den Jahren zuvor. Von daher war vielleicht auch noch mal das Emotionale noch mal ein Stück höher. Also ich fand, beim Trainerteam hat man schon gemerkt, ist auch völlig normal. Ich meine, die Trainer haben sowas ja auch noch nie miterlebt tatsächlich. Wir waren auch ein bisschen Underdog. Das ist auch manchmal angenehm, weil normalerweise sind wir das nie in Deutschland. Eine gute, positive Anspannung. Wir haben auch ein gutes Gefühl gehabt. Aber jetzt auch nicht zu extrem fokussiert. In der Aktion bleiben, wann sie immer. Wir hatten ja Bock auf das Spiel. Mittelgruppe ist verfügbar und Chef. Ihr habt alle was gebraucht? Ja, wir müssen uns hier brauchen, dass wir im ganzen Jahr hart für gearbeitet haben. Richtig. I feel like this is super good food and I'm super happy to be in the Netherlands, to be honest. And you? Do you want to share something? Barcelona zählt zweifelsohne zu den besten Mannschaften. Aber wir haben auch in der Spielbesprechung gesehen, dass Barcelona verwundbar ist. So. Wie müssen wir es sichern? Als Option animieren und dann eben das Viereck im Mittelfeld über die Neuner Position. Ich glaube, dass wenn man gegen den FC Barcelona spielt, man gewisse Anpassungen eben akzeptieren muss. Genau, und dann war es hier noch, wollten wir noch Räume nach beide Wind. Wir natürlich uns in diesem Spiel über weite Phasen mehr über das Umschaltspiel definieren mussten, eben aufgrund der Qualität vom FC Barcelona, auch aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Jahr. Wolfsburg fällt auseinander. Es ist eine einzige Überforderung. Das war grundsätzlich so der Plan, dass wir jetzt auch nicht so
extrem hoch anlaufen, direkt Druck ausüben, sondern wirklich in der Kompaktheit stehen, gerade das Mittelfeld sehr kompakt halten, weil da natürlich ihre spielstarken Spielerinnen sind. Und eigentlich mache ich mir da keine Sorgen, wenn der Rest steht, mache ich mir da... Okay. Ja. Dann ist es gegen Barca noch mal eine ganz andere Geschichte, weil der Ball eben wesentlich mehr vielleicht auch dann eben beim FC Barcelona ist. Da mussten wir einerseits natürlich dann eben uns auch mental hinbringen, mussten das auch für uns dann eben vielleicht in gewissen Momenten akzeptieren und trotzdem eben die Qualitäten, die wir haben, dann eben auch wieder einbringen. Ist das so die korrekte Strecke? Ja, das ist korrekt. And he only has to follow me and focus on me. Okay, perfect. Then everything is going to be fine. Okay, but you will also stop on the red light itself, right? No. You pass it too? Yeah, I got my two other motorcycles. They will block the... They will block. Sure. That happens to others. Wir wissen, dass wir gegen Barca natürlich auch Spielerinnen haben, die immer wieder viel unterwegs sind, viel Positionswechsel haben. Und da hat Svenny uns extrem gut getan, auch in der Zusammenstellung dann eben mit Obi und Jill im Zentrum. Ja, die Idee war eigentlich, dass wenn eine ihren Zweikampf verliert, die andere dann sofort da ist und das irgendwie ausbügeln kann. Was habt ihr da gemacht? Uns hat echt viel Spaß gemacht mit Sven, ja auch schon im Training hatten wir da die eine oder andere gute Kombination. Pikachu! Sven ist eine unfassbar laufstarke Spielerin. Dann wird eine Schweizer-Attacke. Ich glaube, genau sowas braucht man dann auch auf der Position gegen Barcelona. Wenn wir da angekommen sind, hast du gespürt, oh, das ist etwas Großes heute. Jede Spielerin muss ihren Weg finden, damit umzugehen. Ich hoffe auch, dass jede ihren Weg findet, weil es ist natürlich das Niederschmetterndste ist, wenn man auf dem Höhepunkt der Saison oder auch vielleicht in dem Höhepunkt der Karriere nicht seine Leistung abrufen kann. Wir wissen natürlich, wie geil das ist, Champions League-Finale zu spielen. Ich habe dran geglaubt. Heute schreiben wir Geschichte. Boah, wir können es heute schaffen. Wir haben uns sehr gefreut auf das Spiel. Also dann. Jetzt kommen die Momente, auf die Sie die gesamte Saison gewartet haben. Hat Tommy mit dir gesprochen wegen des Spiels? Gar nicht. Ich bin echt gespannt. Mit dir oder was? Ja, er meinte zu mir, sie wollen mich eher weiter vorne. Nein, ein paar Header. Ja, gut, das ist eine. Aber tatsächlich zum Bälle festmachen. Wenn Barca eine Sache nicht kann, ist auch übertrieben gesagt. Aber ist, glaube ich, das Verteidigen von solchen Spielerinnen wie dir. Ja, ich bin gespannt. Nur noch wenige Sekunden bis zum Anpfiff. Wir waren frei, wir hatten keine Angst. Einfach gespielt, wir haben akzeptiert, dass sie den Ball haben, aber trotzdem unsere eigene Stärke gebraucht. Ja, Barcelona war im Spielaufbau. Ich habe also mit meinem Laufweg Paredes zugelaufen. Eva hat einfach sehr guten Druck auf Luis Ubiñas auch ausgeübt.
Eva erobert den Ball. Und schießt dann einfach mal. Und ich weiß noch, ich stand dahinter und ich sehe nur diesen Ball fliegen und ich so, okay, der passt. Der geht safe rein. Pajo! Das Tor! Pajo bringt Wolfsburg in Führung! Noch nicht mal die vierte Minute. Ganz angebrochen. Und Eva Pajo, die Top-Torschützin der Champions League. Deswegen war der Start ins Spiel, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, eben direkt mit der ersten Aktion, mit dem ersten guten, mit der ersten guten Balleroberung dann eben auch 1-0 in Führung zu gehen. Ja, ich glaube, wir sind wirklich sehr, sehr gut in das Spiel reingekommen. Wir haben, glaube ich, auch Barcelona nahezu an den Rand der Verzweiflung gebracht. Wir haben uns da auch in die Bälle reingeschmissen, waren gut in der Zweikampfführung. Braucht man da auch mal das Quäntchen Glück in der einen oder anderen Situation. Standard, zweiter Pfostenkopf, all! Mit Schnitt gefährlich! Zu wissen natürlich, dass eine Poppy da im 16er rumschlummert. Ich hatte kurz vorher schon ein, zwei Situationen, wo mich Mapi die ganze Zeit festgehalten hat und geblockt hat. Und ich diesen Weg nicht gehen konnte. In dem Zweikampf habe ich quasi dasselbe getan, wie sie mit mir getan hat. Und den hat Eva dann aber auch perfekt gespielt. Pop zeigt an. Poppy hält ihre Birne dahin. Pop zeigt an und sie macht's! Ja, Köpfen ist, glaube ich, meine Paradedisziplin. Ganz in Poppy-Manier. Tatsächlich habe ich das damals von Horst Rubesch ein bisschen gesagt bekommen. Wenn der Ball beispielsweise auf der linken Seite ist, ich eher auf dem Ball fern Innenverteidiger mich aufzuhalten habe. Wolfsburg war unheimlich effektiv, also zwei Chancen, zwei Tore und auch ja, Tore, die nicht per Zufall entstanden sind. Barca hatte auch da Möglichkeiten, das dürfen wir nicht vergessen. Es hätte vielleicht auch 2-2 stehen können zur Halbzeit. Aber dahingehend war es wirklich eine perfekte erste Halbzeit für uns, weil wir wirklich in allen Situationen defensiv immer wieder in die Kompaktheit gefunden haben und kaum Räume dann eben auch für Barca zugelassen haben und gleichzeitig dann eben enorm effektiv waren mit den 2-3 Szenen, die wir offensiv hatten. Barcelona wusste, dass die Würfelinnen robust heute das Ganze angehen werden. Aber dass sie 2-0 zurückliegen zur Pause, das stand nicht in ihrem Drehbuch. Da muss ich sagen, dass ich in der Halbzeit aber ein bisschen das Gefühl hatte, okay, es könnte was passieren noch. Wir haben es tatsächlich auch, bevor wir rausgegangen sind, auch noch mal angesprochen gehabt, dass wir einfach klar sein müssen in den Aktionen, um ja, gerade die ersten 10, 15 Minuten da einfach auch zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir selber vielleicht ein bisschen naiv waren und dachte, oh, wie schaffen das? Mir war bewusst, dass die natürlich aus der Kabine rauskommen mit Wut im Bauch. Ja, dass es dich dann so brutal erwischt. War dann wie so ein Schlag für den VfL Wolfsburg. Ja, ich glaube, die waren nicht ganz wach. Und nicht mal 120 Sekunden später. Da flog uns das Ganze dann relativ schnell auch um die Ohren. Wolfsburg ist im Vorteil, auf einmal plötzlich Peng. Diese Frequenz dieser zwei Tore direkt hintereinander weg, die tat weh. Ich kann es nicht erklären oder man kann es generell, glaube ich, nicht erklären. Das macht das Ganze dann auch so leer in einem, weil man eigentlich das Gefühl hatte, man hat es im Griff. Und plötzlich von jetzt auf gleich wendet sich das Blatt. Und dann waren wir im Nachteil, aber wir mental, glaube ich, einen Tick bekommen haben. Trotzdem ist es so, dass wir uns daraus dann wieder in eine gewisse Stabilität reingebracht haben. Da kam ja noch mal so eine kleine Phase, wo wir dann ein bisschen uns dem Tor genähert haben. Pajo! Wo ja, eine Möglichkeit vielleicht sogar auf die Führung da gewesen wäre. Spiel den rein, jawohl! Gut gesehen. Pajo. Ja, es ist einfach hart, da den Fokus auch so hoch zu halten.
Wolfsburgo. Ojo Mariona, recorta Mariona. Mariona, le cae a Rolfo. Das passiert dir im Normalfall nicht und das macht das so brutal traurig, weil da einfach mehr drin gewesen wäre. Und dann war klar, dass wir noch eine Viertelstunde Zeit haben, dieses Spiel in die Hand zu nehmen. Und dann ist die Balance zwischen, können wir es spielerisch lösen oder müssen wir vielleicht eher über eine Dynamik, Spiel auf zweite Bälle, Aggressivität, schwierige, tiefere Bälle, die wir dann eben auch spielen. Ja, und haben uns dafür entschieden. Und ich glaube, dass da auch eben diese kleinen Momente da waren. Und so die letzten 5 Minuten, auch gerade mit der Nachspielzeit, hatte man noch das Gefühl, jetzt passiert tatsächlich noch der Ausgleich. Nochmal. Eckball. Dieser Glaube, der war bis zum Ende da. Jetzt muss auch Merle Frohms mit nach vorne. Und dann ist ja der Kopfball noch von Pauline Bremer. Und die Ecke kommt. Also oben von der Tribüne sah es tatsächlich so aus, ob er reinfällt. Das wär's jetzt gewesen. Clouds come in, turn from white to gray, then fade to nothing. We fall down to the ground just to be reborn again. The cycle. Direkt zu meiner Frau, zu Laura, und habe sie in den Arm genommen. Und ja, wir haben eigentlich auch gar nicht gesprochen, weil ich glaube, in der Situation weiß man auch gar nicht, was man sagen soll. Und ich glaube, jedes Wort wäre irgendwie auch zu viel. Und ja, dann tut es halt auch einfach gut, einfach nur die Arme zu spüren und zu wissen, man ist nicht alleine. Wenn ich meine Mannschaft so sehe wie dann auf dem Platz, mit Tränen in den Augen, mit allen Emotionen, die dann eben in so einem Moment auch da sind. Und das hat mich bewegt, das hat auch mit mir was gemacht. Ich war ganz leer, also mental auch, körperlich war es noch okay, aber mental, ich war echt ganz leer. Man weiß, okay, man hat jetzt die Chance verpasst. Irgendwie auch das verpasst, wofür man die ganze Saison lang gearbeitet hat. Wenn man so nah dran ist, dass der große Wurf gelingt, dann tut das extrem weh. Ich hatte das große Glück, eben kurz mit meinem Sohn auf der Tribüne zu sprechen, der mich gefragt hat, ob ich traurig bin und warum. Er hat die Medaille um meinem Kopf gesehen und hat von seiner Seite gesagt, eine Medaille bekommt man nur,
wenn man was gut gemacht hat. Und das sind wirklich tatsächlich dann so kleine Dinge, die mir wieder helfen, relativ schnell auch wieder die positiven Dinge auch zu sehen. Es war eine sehr erfolgreiche Saison. Es ist alles andere als selbstverständlich, Titel einzufahren. Wir haben wieder einen Titel gewonnen. Wir hatten so viele Spiele auswärts, wo wir Zuschauerrekorde geknackt haben. Wenn ich dann sehe, dass Alex Popp in der Oberdorf 45 Minuten nach dem Schlusspfiff erst in die Kabine kommen, weil sie hier noch ein Selfie, da Unterschriften machen. Diese Nahbarkeit, aber auch dieser Teamspirit und der Umgang mit der Gruppe untereinander, das ist was ganz Besonderes. Liebe Mannschaft, das, was ihr dieses Jahr geleistet habt, in allen Wettbewerben, erfüllt uns als Club mit Stolz. Ihr habt den Stolz gemacht und das Team gebaut. Natürlich bleibt auch ein bisschen Unzufriedenheit. Wir selber haben uns das halt auch gewünscht, dass es das Triple wird und auch selber erwartet. Ich glaube, wenn du am Ende bis letzten Spieltag in allen Bereichen dabei bist, das ist schon ganz gut. Und da darfst du stolz auf sein. Aber selbst da ist es so, ja, dass uns selbst vielleicht irgendetwas gefehlt hat. Weil wir selber sagen, ja, sehr gut reicht uns vielleicht nicht. Wir wollen eine außergewöhnliche Saison. Wenn wir nur DFB-Pokal gewonnen haben, das ist nicht genug und das ist enttäuschend. Aber das Schöne ist ja, dass wenn du das nicht haben kannst, dann wurmt es dich so sehr, dass du es unbedingt wieder haben willst. Und nächstes Jahr greifen wir wieder an. Vielen Dank, Riesenapplaus an diese Mannschaft. Die europäische Spitze wird breiter und breiter, wo es nicht leichter wird, sich eben auf dem Niveau zu halten. Da ist ein Teamspirit da, da ist eine Mentalität im Kader. Das wollen wir weiter so hinbekommen und mit jungen Spielerinnen Konkurrenzkampf entfachen. Nämlich den VfL Wolfsburg in den letzten 3 Jahren oder in den letzten 5 Jahren oder in den letzten 10 Jahren ist es dem VfL Wolfsburg aber immer auf seine Art und Weise gelungen, dort zu bleiben. Auch in diesem Jahr haben wir uns ja große Ziele gesteckt und klar geäußert, dass wir in allen Wettbewerben in der Liga, im Pokal und auch in der Champions League um den Titel mitspielen wollen. Das haben wir bis zum Schluss geschafft, aber für einen ganz großen Schritt hat es nicht gereicht. Aber die Ambitionen hier in allen Wettbewerben um Titel mitzuspielen, ich glaube, das muss so sein. Ich werde jetzt unten erstmal die Eurojackpot-Zahlen checken. Vielleicht bin ich dann auch morgen gar nicht mehr hier. Ach ja. So hat er noch ein schönes Schlussbild. Nur außen rumlaufen.
Heute ist Regenerationstag. Einmal mit Profis arbeiten. Du musst auch mit drauf. Ja, aber ich muss ja gucken, ich sehe nicht. Ist der Dom auch drauf? Ja, die Tür. Oh. Unten. Ja, unten ist super. Gut. Duschen wir gleich, weil ich habe eine Kamera. Na. Hier. Egal. Die Dokumentation wird präsentiert von Volkswagen, stolzer Partner des VfL Wolfsburg.